Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es endlich das 10.000 Abo Special und ich muss ja sagen, das 1.000 Abo Special gab es erst vor ungefähr einem halben Jahr. Also ich bin ziemlich überrascht, dass es jetzt plötzlich 10.000 geworden sind, also so viele. Ja, danke an der Stelle auf jeden Fall an euch. Und in diesem Video möchte ich euch ein bisschen erzählen, was in den letzten Wochen hier auf dem Kanal passiert ist, warum der so abgegangen ist und dann auch ein paar kontroverse Themen bezüglich Hahn runterdrücken, glucken, entglucken und Kotbrett sauber machen. Da kamen ein paar Sachen in den Kommentaren, die ich gerne noch klären würde. Da wird es auch noch zukünftig Videos drüber geben. Und dann möchte ich euch noch ein bisschen erzählen, wie dieser Kanal entstanden ist, weil er nicht ursprünglich als Hühnerkanal gedacht war. Das ist dann irgendwie so dazugekommen, sag ich mal. Und für die Hühner habe ich natürlich auch wieder was Leckeres mitgebracht, ne? Weil hier, bitteschön, es geht ja eigentlich hauptsächlich hier um euch, ne? Also genau, dann starten wir einfach mal, würde ich sagen. Ich habe auch übrigens noch was anderes im Petto, aber das gibt's dann später, wenn sie das Grünzeug schon gefuttert haben. Genau, ja, also das 10.000 Abo-Special. Wie gesagt, danke nochmal an der Stelle an euch alle, an alle neuen Abonnenten, die hier in der letzten Zeit dazugekommen sind. Ja, wie ist das passiert hier auf dem Kanal? Also Ende Dezember oder Mitte Dezember ungefähr war das, dass es anfing, dass das Handwerkvideo, was wir gemacht haben, also gar nicht hier zu den Hühnern, sondern wie wir Calciumsilikatplatten bei uns im Schlafzimmer verbaut haben. Das wurde vermehrt wieder geklickt im Dezember. Ich nehme mal an, weil, naja, viele irgendwie zu Hause waren und sich überlegt haben, auch im Winter, ne, draußen kann man nicht so viel machen, dann gucken wir mal, wie es drin bei uns so aussieht. Und mit dem Video hat es dann praktisch angefangen, dass meine Aufrufzahlen von dem Kanal wieder höher gingen. Und dann Mitte Januar ist sind die Shorts plötzlich total abgegangen. Also ich habe ja vorher immer schon Shorts auch gemacht. Und da war es dann plötzlich so, dass es drei Shorts praktisch gab, die dann mega durch die Decke gegangen sind, sage ich mal. Und zwar einmal den mit dem aggressiven Hahn. Ja, hier ist er, Helmut. Das war übrigens nicht Helmut in dem Short, sondern das war sein Bruder, den es jetzt nicht mehr gibt. Dann noch das Blut an der Tränke, genau. Und das war übrigens nicht gefaked, auch wenn einige von euch da irgendwie geschrieben haben, das war doch bestimmt Farbe oder da hast du Ketchup dran geschmiert. Nein, also vielleicht haben die Hühner Ketchup dran geschmiert, aber ich wüsste nicht, wie die da dran gekommen sein sollten. Also ich habe es auf jeden Fall nicht daran gemacht, sondern ich habe es wirklich so vorgefunden. Und ja, ich gebe euch recht, für Blut sah es eigentlich viel zu hell aus, aber keine Ahnung, also ich weiß es bis heute nicht. Aber wie gesagt, da wird es eigene Videos zu geben, wo wir alle kontroversen Sachen nochmal klären. Und dann auch das Glucke entglucken. Also unsere Henne Mystique hat ja im Dezember gemeint, sie müsste wieder glucken. Wo wir dann aber gesagt haben, sorry Mädchen, ist uns zu kalt. Das wollen wir nicht, dass du jetzt gluckst. Und da gab es von einigen von euch auch den Hinweis oder nicht so ganz so freundliche Kommentare mit, lass doch die arme Henne glucken, was soll denn das? Ja, wie gesagt, wir werden da noch mal im Einzelnen drüber sprechen, aber das waren praktisch die drei Shorts, die sehr durch die Decke gegangen sind und wo dann die Aufrufzahlen echt in die über die Tausende gegangen sind. Also sowas hatte ich vorher hier auf dem Kanal noch nie. Und ja, diese krasse Phase hat ungefähr einen Monat angehalten, also fast vom Mitte Januar bis jetzt. Also ne, bis jetzt ist ja dann ungefähr ein Monat. Und in der Zeit sind, ich habe es mir hier aufgeschrieben, deswegen luke ich immer auf den Zettel, 8.500 neue Abonnenten dazugekommen und 4,3 Millionen Aufrufe. In den Analytics steht übrigens 4,3 Millionen Aufrufe. Das sind 4,3 Millionen mehr als sonst. Ja. Vorher hatte ich keine, nein. Vorher hatte ich auch welche, aber die waren so gering, dass die in dieser Millionenrechnung gar nicht auftauchen. Also ja, man könnte schon sagen, es ist ziemlich abgegangen. Und ich weiß, wie gesagt, nicht genau warum. Aber es könnte daran liegen, dass YouTube in letzter Zeit die Shorts sehr stark gepusht hat. Also das haben wir auch bei unserem anderen Kanal, kann ich ja jetzt an der Stelle auch schon sagen, habe ich ja zwischendurch auch schon manchmal so ein bisschen erwähnt und haben wir auf dem anderen Kanal jetzt auch schon gesagt. Und es haben auch schon einige von euch rausgefunden, dass mein Mann und ich, also Benjamin oder Benny und ich, Larissa, auch bei Aquapurist auf dem Kanal aktiv sind. Beziehungsweise, dass uns ja der Laden Aquapurist, also Aquaristikgeschäft, gehört und wir einen Online-Shop da betreiben. Und da haben wir halt auch einen YouTube-Kanal und der war bisher immer größer als dieser hier. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich hier mehr Abonnenten und höhere Reichweite und so. Und auch da gab es vor kurzem mal eine Zeit,
wo es mega abgegangen ist, also bei Aquapurist auf dem Kanal. Und da waren aber die Aufrufe, also es lag auch an Shorts, aber da waren die Aufrufe auch nicht so krass hoch wie auf diesem Kanal. Also, ja, sorry, ich habe uns jetzt in allem anderen irgendwie übertrumpft. Ich habe schon so aus Spaß gesagt, ja gut, dann, ey, du hast die Dose gefunden hier, wa? Da habe ich schon gesagt, aus Spaß, ja, okay, dann höre ich jetzt mal wohl bei Aquapurist auf und mache jetzt nur noch hier die Hühnervideos. Scheinen ja erfolgsversprechender zu sein, aber nein, natürlich nicht. Also wir werden weiterhin bei beidem dabei sein. Aber genau, also das war praktisch das, warum jetzt der Kanal plötzlich so groß geworden ist, was hier passiert ist. Ich danke nochmal allen neuen Abonnenten, auch wenn die vielleicht dieses Video hier gar nicht unbedingt schauen, weil ich nehme mal an, wenn man abonniert, weil man Shorts geschaut hat, dann wird man wahrscheinlich auch zukünftig eher die Shorts schauen. Aber ich habe oder werde versuchen, aus diesem Video hier auch nochmal einen kurzen Short zu machen, für diejenigen, die das dann interessiert, das Thema, dass sie sich dann auch vielleicht das Video hier anschauen. Genau, ja, zu den kontroversen Themen. Die habe ich ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Vor allem bei dem aggressiven Hahn. Hier passend steht Helmut hier schon wieder. Wie gesagt, das war nicht Helmut, sondern sein Bruder. Da gab es viele Anmerkungen, dass das ja brutal aussieht und dass wir das Huhn oder den Hahn halt unterdrücken und ihm unseren Willen aufzwängen und das ja ganz grausam ist. Und oder einige, die auch gesagt haben, das bringt überhaupt nichts. Oder sowas wie aus Spaß, also ich hoffe mal, dass es Spaß war. Kann man das bei Menschen auch machen oder bei meiner Frau oder bei sonst wem? Also ja, solche Sachen kann ich dann leider auch nicht ernst nehmen. Okay, auf Wiedersehen. Ah, ich weiß, was los ist. Da hinten war ein Habicht. Ja, Helmut, ist, Sohan, ist alles gut. Ihr könnt wieder hier hinkommen. Ich bin hier und hier ist ein Netz drüber. Also da hinten ist gerade ein Habicht angekommen, der von ein paar Krähen, glaube ich, gejagt oder verscheucht wurde oder sowas. Und der flog hier gerade lang. Und wie man gesehen hat, obwohl ich Mehlwürmer an der Hand habe, ne? Ja, ist gut jetzt. Das hört man alles aus auf dem Video und mich dann nicht mehr. Das ist die Kamera, Sohan. Da musst du nichts machen, die tut nichts. Dann sind halt alle Hühner reingerannt, ne? Und Sohan steht jetzt hier draußen Wache und guckt wahrscheinlich, bis die Gefahr vorüber ist, dass die anderen wiederkommen können. Hunis! Bock, bock, bock! Sonst kommen sie immer, wenn ich sie rufe, aber diesmal natürlich nicht, ne? Ihr könnt wiederkommen. Hier, komm. Hab ich das weg? Außerdem bin ich hier, ich kann euch beschützen. Ja, okay. Wo waren wir? Ach, bei den kontroversen Themen mit dem Hahn, genau. Also ja, dazu habe ich jetzt einige Sachen auch schon in die Kommentare dann jeweils darauf geschrieben. Auf manche Kommentare oder auf die meisten habe ich einfach nicht geantwortet, weil es zum einen so unglaublich viele waren und zum anderen teilweise halt auch wirklich, hoffe ich jetzt mal, Quatschkommentare waren, die aus Spaß da waren. Oder viele, die dann geschrieben haben, bringt eh nichts, lass sie doch gleich oder gleich schlachten oder gleich zu KFC oder sowas. Da habe ich dann auch nicht drauf geantwortet, weil das war jetzt nicht unser Ziel, diesen Hahn sofort zu schlachten, sondern wir wollten ja versuchen, ne, ihn ein bisschen zu bändigen. Deswegen habe ich dann auf solche Kommentare nicht geantwortet, sondern meistens nur auf die, wo man dann wirklich irgendwie eine Stellungnahme nochmal zu sagen wollte oder sich irgendwie erklären wollte. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, wenn wir dazu nochmal eigene Videos machen, auch dann mit meinem Mann, mit dem bösen Mann, der das da gemacht hat, also Benjamin. Und dass wir das dann nochmal erklären, warum wir das gemacht haben, was das wirklich bringt, wie unsere Erfahrungen da sind und so. Wahrscheinlich wird es auch zwei Videos zu geben, weil wir nämlich auch noch eine Theorie haben, warum junge Hähne aggressiv werden. Ja, also da wird es dann auch nochmal in Zukunft Videos zu geben. Und zu den anderen Sachen, wie gesagt, auch. Also da möchte ich jetzt gar nicht allzu sehr ins Detail gehen, was ich jetzt teilweise schon tue, aber ne. Da werde ich nochmal eigene erklärende Videos zu machen. Und wenn ihr den Kanal dann abonniert habt, müssten euch die Videos ja auch angezeigt werden. Also das kriegt ihr dann auf jeden Fall mit. Hunis! Bock, 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 bock! Kommt mal wieder raus! Jetzt mache ich das Video hier ohne die Hühner. Ne? Ich hatte mich extra hier draußen schön hingesetzt mit den ganzen Sachen, damit ich hier nicht so doof alleine sitze, sondern dass die da auch sind. Hunis! Ja, hier, komm wenigstens du hier hin. Sitze ich nicht so ganz alleine hier. Ja, Sohan auch, der kann auch nochmal vorkommen. Die grüne Henne. Moment, es ist Ronja, ne? Ronja ist die grüne und Rita ist die rote, genau. Gut, dann möchte ich euch jetzt ein bisschen erzählen, wie dieser Kanal
ursprünglich entstanden ist. Das ist nämlich eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil ich jetzt vor kurzem auch von jemandem darauf aufmerksam gemacht wurde, dass in meiner Beschreibung, also in der Kanalbeschreibung, überhaupt nichts zu den Hühnern steht. Na, was heißt jemand? Ich kann denjenigen ja jetzt auch erwähnen, ne? Ich hoffe, muss ich ihn vorher nochmal fragen, ob das in Ordnung ist, sonst schneide ich es an dieser Stelle raus. Das ist nämlich der liebe Martin vom Hof Alte Mühle, der auch einen YouTube-Kanal hat über Hühner. Und ja, mit dem habe ich mich jetzt, wie soll man sagen, verknüpft. Also wir sind jetzt auch aufeinander aufmerksam geworden und haben jetzt auch ein bisschen geschrieben und uns ausgetauscht. Und da hatte er mir das eben gesagt, dass in meiner Kanalbeschreibung überhaupt nichts zu Hühnern steht. Und das stimmt. Das habe ich jetzt übrigens überarbeitet, weil dieser Kanal eben ursprünglich nicht als Hühnerkanal gedacht war. Der Kanal hier ist nämlich entstanden, als ich für die Uni ein Projekt gemacht habe. Also Uni ist jetzt schon ein bisschen her, ich habe jetzt gar nicht geschaut. Ich glaube 2015 oder sowas bin ich dabei getreten. Da habe ich ein Projekt für die Uni gemacht, einen E-Learning-Kursraum und wollte da gerne mit Video-Tutorials arbeiten. Ne? Videos war ja schon immer mein Metier und fand ich schon immer toll, auch als Kind schon in der Schule. Videoprojekt, ich war immer die Erste, die den Finger oben hatte. Und da habe ich dann halt in dem E-Learning-Kursraum auch mit Videos zum Thema Häkeln gearbeitet. Und da die ganzen Videos leider zu groß waren, um sie direkt in dem Kursraum hochzuladen, weil der Speicherplatz eben nicht reichte, habe ich überlegt, dass ich eine Videoplattform brauche, also eine externe Videoplattform, und die Videos darauf hochlade und dann in mein Projekt nur verlinke oder einbinde. Ja, und dann habe ich das eben bei YouTube gemacht, weil das war auch bei dem, also das kannte ich auch so, dass das so empfohlen wurde als Videoplattform, das zu benutzen. Und deswegen habe ich das dann da gemacht, habe dann da meine ganzen Häkel-Tutorials hochgeladen und die in meinem Kursraum für das Uni-Projekt eben verlinkt. Und naja, dann lag das so eine Zeit lang darum, nachdem ich das eben gemacht hatte, weil ich da auch keine großen anderen Ambitionen jetzt hatte, bei dem YouTube-Kanal irgendwas zu machen. Deswegen habe ich es einfach so liegen lassen. Und dann kam irgendwann ein paar Jahre später mal mein Mann an und sagte, oh, du hast da ja schon einige Abonnenten, wie kommt das denn? Du machst doch gar nichts. Wo ich dann sagte, naja gut, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Videos es zum Thema Häkeln waren. Die waren sehr kleinschrittig teilweise für jeden einzelnen Maschentyp und sowas. Also es müssten schon ein paar gewesen sein, bestimmt so 25, 30 Stück. Und naja, wenn das dann so ein paar Jahre da einfach rumliegt, dann kommen anscheinend einfach dadurch schon Abonnenten dazu. Da hatte ich danach so eine Handvoll und mein Mann sagte dann, ja, willst du da nicht mal dran arbeiten und was weitermachen. Na, okay, ja, man hatte irgendwie dann immer was anderes zu tun. Und dann habe ich irgendwann angefangen, für unsere Tochter vermehrt Sachen selber zu nähen, also Anziehsachen, und habe mir dann gedacht, da könnte man ja auch mal ein paar Nähtutorials machen. Hab die dann auch gemacht, da ist mir dann aber relativ schnell aufgefallen, also es ist natürlich immer so, wenn man mitfilmt, dauern die Sachen einfach viel, viel länger, als wenn man sie einfach so macht, ohne zu filmen, ist ja klar, ne? Und nachher auch noch schneiden und sowas. Und das war mir dann zu aufwendig und also es hat mir den Spaß am Nähen praktisch genommen, dass ich gemerkt habe, ich habe mich vor Projekten gedrückt, weil ich sie ja eben mitfilmen wollte. Und die kamen auch nicht so gut hier in der Community bei euch auf YouTube an. Und dann habe ich da halt wieder von Abstand genommen, habe gesagt, okay, nähen tue ich einfach nur so aus Spaß für mich. Da mache ich keine Videos drüber. Und dann haben wir hier das Haus gekauft und es kamen immer mehr Sachen, so kleinere DIY-Sachen, die man mal so zwischendurch irgendwie macht und auch aus tausend verschiedenen Bereichen, wo ich auch immer mal wieder ein kleineres oder größeres Video drüber gemacht habe, die aber auch nicht so richtig gut bei euch ankamen. Und wie gesagt, ne, es ist natürlich alles aufwendiger, wenn man es filmt, und dann habe ich es auch wieder vermehrt gelassen. Dann kam aber ein Video, was einen sehr großen Durchbruch, würde ich mal sagen, gebracht hat, und zwar das Video zu den Calcium-Silikatplatten. Habe ich ja eben schon erwähnt am Anfang, mit denen wir unser Schlafzimmer gedämmt haben und das dann halt so völlig laienhaft, also wir hatten uns halt vorher mit einer Fachfirma besprochen und haben das dann aber völlig laienhaft, also wir kommen jetzt nicht irgendwie aus dem Handwerk, mein Mann und ich haben beide studiert, nichts Handwerkliches gelernt oder so, sondern immer nur selber rumgewurschtelt, haben das dann da eben gemacht und dieses Video veröffentlicht. Und das kam sehr, sehr gut an. Also auch erst nach so 1-2 Monaten, glaube ich, oder 3 Monate sogar hat es gedauert, bis dann aber auch so ein richtiger, also damals ein richtiger Berg an Aufrufzahlen dazu kam. Im Vergleich zu jetzt ist es relativ wenig dann, aber ne, für damalige Verhältnisse war es dann halt so eine Art Durchbruch. Und dann habe ich mit diesen Handwerks- und am Haus rumwerkel-Videos ein bisschen weitergemacht. Ist aber dann auch wieder, ne, aufwendiger und so, und
ja, es sind nicht so viele geworden, wie ich gerne hätte, aber zum Beispiel auch mit Kommoden aufarbeiten. Ich arbeite sehr gerne mit Holz, also dass wir alte Holzschränke oder Tische, also alle möglichen Möbel, sage ich mal im weitesten Sinne aus Holz, uns bei eBay Kleinanzeigen besorgen und ich die dann aufarbeite, also sprich einmal schleife und dann, früher habe ich sie gestrichen, das würde ich jetzt nicht mehr machen, sondern immer nur wachsen oder ölen und ja, da habe ich auch einige Videos zu gemacht, die dann jetzt auch immer mehr aufgerufen wurden und die mir auch sehr viel Spaß machen, muss ich sagen. Also da liegen auch noch ganz, 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 ganz viele Projekte im Stallanbau, die ich dann irgendwann mal machen will. Und vielleicht zeige ich die euch dann, wenn nicht in einem Video, vielleicht wenigstens in einem Short, um zu zeigen, hier, das und das Möbelstück habe ich jetzt gemacht. Mal gucken. Aber da komme ich, wie gesagt, im Moment nicht zu. Unter anderem wegen Aquapurist und anderen diversen Verpflichtungen, die einen dann immer wieder davon abhalten, ne? So, wo sind wir denn hier? Ja, irgendwann kamen dann auch unsere Hühner dazu. Also als wir das Haus hier gekauft haben, haben wir uns relativ bald dann auch Hühner zugelegt. Und da habe ich am Anfang keine Videos drüber gemacht. Also klar, ich habe die immer gefilmt, wenn wir hier draußen waren. Einfach nur, ach ne, die sind ja süß. Und habe dann auch immer in meinen WhatsApp-Status irgendwelche kleinen Filmchen gepostet. Auch für unsere Freunde, Verwandte und so, dass sie halt sehen konnten, was passiert hier. Und dann nach einem Jahr ungefähr, sagte ich zu meinem Mann, müssten wir eigentlich mal so einen Jahresrückblick machen. Was ist eigentlich genau in diesem einen Jahr Hühnerhaltung passiert? Auch für uns, weil wir uns da einige Sachen auch gefragt haben. Was wir irgendwie anders machen würden oder drüber diskutiert haben, was irgendwie schiefgelaufen ist oder so. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen da jetzt mal, also ich mache da jetzt mal ein Video drüber, damit man das wirklich nochmal sich in Erinnerung ruft, weil ne, manchmal sind die Erinnerungen ja anders, als man das so in Erinnerung hat. Also es war dann nachher wirklich anders, als man es sich gedacht hat, so. Und ja, dieses Video ist dann auch relativ gut bei euch angekommen. Und dann habe ich auch angefangen, diese Videos beizubehalten. Und als dann bei YouTube irgendwann die Shorts als neues Format dazu kamen, habe ich auch eben diese typischen Aufnahmen, die ich sonst eben, wie gesagt, im WhatsApp-Status hatte, auch hochkant gefilmt, ne? Weil mit dem Handy verleitet einen das ja schon mehr dazu, hochkant zu filmen als quer. Quer macht man ja eigentlich nur, wenn man irgendein Motiv hat, was sonst hochkant nicht drauf passt. Ja, und daraus sind dann eben die Shorts entstanden, als wir dann neue Küken wieder hatten, die Barnefelder Küken, dass ich dann auch wirklich versucht habe, jeden Tag für euch ein Short hochzuladen und auch die Entwicklung der Küken da halt detailliert, sage ich mal, zu dokumentieren. Unter anderem natürlich, wie gesagt, auch für uns, dass man halt nachher im Nachhinein, also ich habe schon häufiger mal bei den eigenen Videos nachgeschaut, sag mal, wie war das da nochmal oder wie alt waren die Küken da nochmal oder wie alt war da der und der, als das und das passiert ist, so. So als Art kleine Bibliothek, Tagebuch, wie auch immer, ne, Vlog, sagt man ja, also Videoblog. Genau, und als das, als ich das vermehrt gemacht habe mit den Shorts und YouTube dann die Shorts anfing zu pushen, da ja, ist der Schwerpunkt dann plötzlich irgendwie bei den Hühnern gelandet. Also dann habe ich eigentlich fast nur noch Hühnervideos gemacht. Andere Sachen dazwischen kamen dann irgendwie nur noch mal so ausnahmemäßig. Im Moment eigentlich gar nicht mehr. Ja, über den Winter ist es dann, wie gesagt, noch mal ein bisschen weniger geworden, weil da auch nicht so viel dann los ist, ne? Also klar, wenn die Küken groß sind, die Hühner hier draußen, ist es relativ, jetzt hau ich da immer noch dran, relativ trostlos. Ja, dann hat man jetzt, und ist auch kalt und manchmal useliges Wetter, deswegen habe ich jetzt extra heute auf diesen Tag gewartet, wo Sonne ist, dass ich dieses Video für euch aufnehmen kann. Da macht man dann im Winter halt einfach draußen nicht so viel, ne? Und deswegen sind im Winter dann auch meistens die Hühnervideos ein bisschen weniger geworden. Jetzt habe ich aber wieder versucht, sie ein bisschen mehr zu machen. Unter anderem, weil ja Mystique wieder am Glucken ist. Da hatte ich ja jetzt auch ein Short, das leider kein einziges von unseren Eiern befruchtet war. Von 25 Stück. Also da war Sohan dieses Mal überhaupt kein bisschen aktiv und Helmut anscheinend auch nicht. Oder sie sind einfach zu dusselig und haben es nicht geschafft. Die Hennen wehren sich, keine Ahnung. Aber ja, wir haben uns jetzt nochmal andere Bruteier besorgt. Die sollen hoffentlich morgen, übermorgen, die Post streikt ja aktuell wieder, danke, ankommen, dass wir ihr die dann unterlegen können. Genau, und dann wird es hoffentlich bald wieder mit neuen Küken losgehen. Also nachdem ich mir noch mal ein paar Küken-Videos angeguckt hatte, unter anderem auch bei Martin auf dem Kanal von Hof Alte Mühle, da habe ich ja schon wieder Lust gekriegt, dass man auch wieder so kleine süße Piepmätze haben will, ne? Also das soll jetzt gefälligst klappen. Genau, aber ja, so sind wir jetzt von einem Kanal, der ursprünglich mal als Häkel-Kanal zur Verlinkung für ein Uni-Projekt angefangen hat, sind wir jetzt bei den Hühnern gelandet. Und da muss ich sagen, dass das ja anscheinend auch jetzt was ist, was euch interessiert und Spaß macht.
und mir vor allem auch Spaß macht, das zu dokumentieren, mehr als manche andere Sachen rund ums Haus, wobei es da auch eigentlich noch Sachen geben soll, aber ja, wir gucken mal. Mit den Hühnern das auf jeden Fall möchte ich jetzt gerne so beibehalten und in dem Zuge habe ich jetzt auch, habe ich ja eben schon gesagt, die Kanalbeschreibung aktualisiert. Also da ist jetzt so ein bisschen hier dieser Verlauf auch drin, wie ist der Kanal entstanden und eben auch die Hühner erwähnt. Außerdem möchte ich, entweder habe ich den dann schon neu gemacht, wenn das Video online kommt, oder ich mache es noch, einen neuen Header machen, dass der Fokus eben nicht mehr so auf dem Handarbeiten und Häkeln liegt, sondern auch und auf dem DIY, sondern eben auch auf den Hühnern. Das Logo ist übrigens, also wenn ihr mal schaut, ne, das Icon, was auch unten hier in den Videos immer auftaucht, ist übrigens ein von mir gehäkelter Rettungsring, den ich ganz, 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 ganz am Anfang mal gemacht habe. Und ja, dieses Runde, finde ich, passte so gut zu dem Kreisrunden, ne, was man ja bei YouTube als Logo haben soll und passte halt damals auch zu meinem, womit es ja angefangen hat, mit dem Häkeln. Da habe ich auch überlegt, ob man das nochmal ändert, aber andererseits, ja, also das Logo sagt ja jetzt auch nicht so mega viel aus, ob ich da jetzt noch einen Huhnkopf reinretuschiere oder nicht. Ich glaube, das werde ich einfach so lassen. Genauso wie den Kanalnamen Wolliges Bewildert. Kann ich ja vielleicht auch einmal erklären, woher das kommt. Nämlich Bewildert, wenn man den Namen kennt, also mein Mann heißt Benjamin und mein Nachnamen heißen wir Wilden. Und wenn man dann guckt, B, also BE für von Benjamin und dann Wildert, klingt ja so ähnlich wie Wilden. Und bewildert ist ja auch so ein Ausdruck für, also ich glaube, das Wort an sich gibt es nicht, aber es könnte ja auch sowas beschreiben wie, es ist verwildert, Natur ne, und sowas. Und das passt eigentlich vom Metier her ganz gut. Einerseits jetzt zu den Hühnern und auch zu dem, womit mein Mann damals seinen YouTube-Kanal angefangen hat. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich möchte eine Subdomain davon haben und was mache ich denn davor? Und dann haben wir überlegt, irgendwie Häkel bewildert oder so. Und dann bin ich irgendwann auf Wolliges gekommen. So hat nicht, ist nicht zu verwechseln mit wuschig oder sowas. Damit hat das nichts zu tun, sondern es soll eben von Wolle kommen. Also ne, Handarbeiten, dass man dafür Wolle braucht. Deswegen Wolliges bewildert. Und ja, wenn man mal so schaut, welche anderen YouTube-Kanalnamen es so gibt. Ich glaube, den Namen werde ich auch einfach so lassen, weil ihn einfach nur wegstreichen geht nicht, weil bewildert ist eben schon der Kanal von meinem Mann. Das kann so, also ne, das können wir dann ja so nicht übernehmen, dann gäbe es den zweimal. Deswegen glaube ich, werde ich einfach bei dem Wolligen bewildert bleiben und ja, dann zeigt das ja praktisch, woher der Kanal mal gekommen ist. Also wenn euch das dann irgendwann mal interessiert, dann müsst ihr dieses Video hier geschaut haben, dann wisst ihr, warum der Name so ist. Gut, ich glaube, jetzt habe ich eigentlich alle Sachen, die ich so erwähnen wollte, erwähnt. Die Hühner sind immer noch drin, weil sie noch Angst vorm Bussard haben anscheinend. Ich kann sie ja nochmal rufen. Hunis! Quack, 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 quack! Hunis! Ah, guckt mal. Bitte sehr. Es geht ja schließlich um euch hier, ne? Dann könnt ihr doch auch euch mal zeigen, ne? Ah, da kommen sie wieder. Okay. Na, vom Schreck erholt? Bitte sehr. Ja, also ich habe jetzt eigentlich alles erzählt, was ich erzählen wollte. Wie gesagt, es wird demnächst noch Videos geben, wo wir auf ein paar Themen von den Shorts eben eingehen oder auch Themen, die auf die ihr uns gebracht habt durch die Kommentare. Ja, seht es mir bitte nach, wenn jetzt so viele Aufrufe und so viele Kommentare da sind, dass ich es jetzt nicht mehr schaffe, auf jeden Kommentar zu antworten. Das habe ich damals immer versucht zu machen. Aber wie gesagt, das schaffe ich jetzt definitiv nicht mehr, wenn es dann irgendwie plötzlich über Nacht 50 Kommentare oder so sind. Ich habe es schon nicht mehr geschafft, bis ganz unten auf der Seite, wo man alle Kommentare, alle neuen Kommentare sieht, bis ganz nach unten zu scrollen, weil es einfach so viele waren. Ja, dann schaffe ich das eben nicht mehr, aber ich schaue da immer mal wieder drüber und hol mir die Inspiration, also ist mir auch ganz wichtig, dieser Austausch mit euch. Ich meine, nicht umsonst fragt man euch, das hat auch irgendwer bei dem Blut an der Tränke geschrieben, so nach dem Motto, ja, warum fragst du denn als erfahrene Hühnerzüchterin uns Laien hier, du wirst das ja wohl selber besser wissen, was da passiert ist. Wo ich mir dann denke, ja, zum einen sind wir kein professioneller Hühnerzüchter, sondern wir sind genauso Hobbyzüchter wie viele andere von euch auch. Und genau die anderen möchte ich ja auch erreichen. Also ich möchte die anderen Hobbyhühnerzüchter, Hobbyhühnerhalter erreichen, die dann auch sagen, ja, ich hatte das und das Problem auch schon mal und habe das so und so gelöst. Also darum geht es mir ja, dass man eben im Austausch ist und nicht, dass irgendwer dann sowas drunter schreibt wie, also ich würde das Huhn ja zu KFC bringen.
das bringt mir dann ehrlicherweise, also für meinen, was ich dann jetzt als Lösung machen soll, wenig. Aber macht das trotzdem gerne weiter. Jeder Kommentar unter dem Video bringt natürlich irgendwie Reichweite und pusht den Kanal. Deswegen ist das auch gut, sowas zu schreiben. Aber ja, es ist mir eben auch wichtig, mit euch im Austausch eben zu bleiben, dass man Erfahrungen austauscht oder so wie mit Martin jetzt zum Beispiel, ne, dass man sich einfach mal austauschen kann und sehen kann, was haben die anderen so für Erfahrungen gemacht und was kann ich selber vielleicht besser oder anders machen. Darum geht es ja mal hauptsächlich. Genau, okay, also dann sage ich Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt bis hierhin und wir sehen uns dann hoffentlich bald in den nächsten Videos oder falls ihr mich oder Benjamin mal auf dem Kanal hier vermisst, weil mal wieder keine Videos kommen, dann könnt ihr vielleicht gerne mal beim Aquapuristen-Kanal vorbeischauen und da sind wir auf jeden Fall noch aktiver als hier, weil das eben auch ein Teil unserer Selbst- oder ne, unsere Selbstständigkeit ist und wir davon leben. / leben müssen. Also ist das natürlich Priorität und das hier mehr Hobby. Wobei ich auch sagen muss, dass wir ja, seit ich die 1000 Abonnenten habe, wo es ja auch das Special vor einem halben Jahr ungefähr gab, seitdem kann ich diesen Kanal hier ja auch monetarisieren und seitdem kriege ich auch praktisch ein bisschen mal wieder für die Arbeit, die man hier tut. Also natürlich kann man davon jetzt in keinster Weise leben oder seinen Lebensunterhalt bestreiten. Das wissen wahrscheinlich die meisten von euch einfach nur von Werbung, die bei den Videos geschaltet wird. Aber es ist schon, sage ich mal, eine nette Entschädigung. Und wenn man über, keine Ahnung, in der aktuellen Zeit über 30, 40 Euro oder 50 Euro redet, dann ist es ja auch nicht nichts. Also ne, besser haben, als wenn man es nicht hätte. Deswegen danke an der Stelle an alle, die den Kanal abonnieren, die hier die Videos schauen und die uns so unterstützen und bekräftigen in dem, was wir tun. Das freut uns sehr und ja, danke an euch alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!